Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe von Advent of Code, diesmal Tag 20. Und dann gucken wir uns mal an, was Tag 20 so für uns im Petto hat. Und diesmal dürfen wir irgendwelche Zahlen mixen. Also ich lasse mir mal die Erklärung, dass ich mal komplett weg. Wir haben irgendeine Datei, das ist unser Puzzle-Input hier mal als eine Zeile dargestellt. Und dort sind irgendwelche Zahlen angeordnet. Und was wir jetzt machen sollen, ist, wir sollen von links nach rechts durch diese Zahlen durchgehen und die Position der jeweiligen Zahlen jeweils nach rechts verschieben, wenn die Zahlen positiv sind, und zwar um so viele Stellen, wie die Zahl als Wert hat, oder nach links verschieben, wenn die Zahl negativ ist, ebenfalls um so viele Stellen, wie die Zahl groß ist. Also Beispiel, am Anfang schnappen wir uns die 1 und die 1 verschieben wir um eine Position nach rechts. Und wenn wir das gemacht haben, dann ergibt sich folgende Reihenfolge. Die 1 ist jetzt dahin gegangen, die 2 ist da nach links verschoben worden und der Rest ist gleich geblieben. Und dann schnappen wir uns die zweite Zahl. Wichtig dabei ist, dass man die ursprüngliche Reihenfolge einhält, die hier steht. Und schnappen uns die 2. Und ich bin am Anfang so vorgegangen, dass ich gesagt habe, okay, ich schnappe mir jetzt die 2. Ich habe aber jetzt ja schon diese Reihenfolge verändert. Die 2 ist also nicht mehr auf der gleichen Position, sondern die ist ja hier nach links verschoben worden. Also suche ich einfach hier in dieser neuen Liste nach der 2 und suche, an welcher Position steht die 2. Dann finde ich die an Indexposition 0. Und dann addiere ich einfach 2 dazu und dann hat sie die neue Indexposition 2 und dann kommt sie bei mir in der dritten Abfolge hier auf die Indexposition 2 und wird dorthin verschoben. Dann gibt es noch so Schweinereien mit, ich verschiebe eine Zahl über den Rand der Liste hinaus, dann wird sie automatisch um die Ecke gesetzt und quasi links dazugefügt. Nehmen wir mal an, ich würde jetzt hier die 4 erwischen und die 4 muss 4 Stellen nach rechts gehen. Nach rechts geht es nicht mehr. Also würde sie erst einmal an diese Stelle, das ist dann die erste Position, um die sie sich nach rechts bewegt hat, das ist die zweite, das ist die dritte, das ist die vierte. Sie würde dann quasi hier an dieser Position eingefügt werden, weil es dieses Wrap-Around gibt. Das gibt es natürlich auch bei den negativen Themen. Wenn ich hier zum Beispiel die minus 3 schnappe, ach, hier ist auch ein schönes Beispiel. Hier haben wir gerade die minus 3, die ist gerade dran. Und die soll bewegt werden, dann muss sie sich ja um 3 Positionen nach links bewegen. Das würde bedeuten, dass sie erstmal hier landet, dass die erste Position dann hier landet, dass die zweite dann hier landet, dass die dritte und dann kommt sie hier positioniert. Das machen wir so lange, bis wir durch die komplette Liste durch sind. Und wenn wir das geschafft haben, dann suchen wir die Position der 0 in der Liste. Das ist diese hier. Und dann heißt es, wir sollen jetzt 1000 Positionen nach dieser 0 schauen, welche Zahl dort steht. Also wenn man jetzt hier 1000 nach rechts gehen würde, dann würde man dieses ganze Wrapping machen, paar Mal, ziemlich häufig sogar. Und dann kommt man irgendwie auf die tausendste Nummer. Und in diesem Beispiel wäre das die 4. Wenn wir 1000 Mal rumgewrappt haben und die 2000ste Nummer ist die minus 3 und die 3000ste Nummer ist die 2 und die sollen wir einfach aufsummieren. Und dann sagen wir, okay, 4 minus 3 ist 1 plus 2 ist 3 und 3 ist dann die richtige Lösung für das ganze Thema. So, und wie gesagt, mein erster Ansatz war einfach zu sagen, okay, erster Step, ich speichere mir mal diese ursprüngliche Reihenfolge weg. Und die taste ich auch nicht mehr an, denn ich muss ja, unabhängig davon, wie ich dann die Liste ändere, und das ist dann eben eine zweite Liste, die ich dann anlege, die geänderte Liste, unabhängig davon von der geänderten Liste muss ich in dieser Reihenfolge durchgehen. Ich muss also erst die 1, dann die 2, dann die minus 3, dann die 3, und zwar egal, wo sie dann in dieser Liste ist, bewegen. Und mein zweiter Ansatz war, ich suche dann die jeweiligen Zahlen hier in der Liste und ich bin davon ausgegangen, dass jede Zahl nur einmal vorkommt. Das hat sich aber als Fehler herausgestellt. Unser lieber Eric Wastel hat hier beim Puzzle-Input, wenn man diese Zahlen mal untersucht, die hier so drin stehen, ich meine, das fällt einem jetzt so nicht auf,
Aber wenn man diese ganzen Zahlen mal in eine Liste aufnimmt und parallel dazu die ganzen Zahlen in ein Set reinschmeißt, und dann werden ja Redundanzen eliminiert und dann die Größen der beiden vergleicht, also Liste, Länge der Liste versus Länge des Sets, dann stellt man fest, oh, die stimmen nicht überein. Da sind, ich glaube, bei mir 150 Zahlen doppelt vorhanden. Das heißt, der Ansatz, dass ich in der Liste, wo bin ich denn? Ah, hier. In der Liste dann die jeweilige Zahl, die dran ist, suche, schlägt fehl, weil eben es mehrere gleiche Zahlen geben könnte. Und welche finde ich denn dann? Ist das dann die richtige, die ich denn gefunden habe, oder ist die das nicht? Also habe ich diesen Ansatz verworfen. Dann gab es den zweiten Ansatz, der hieß dann, ja, ich muss mir für jede einzelne Zahl den Index merken. Also merke ich mir nicht nur die Zahl 1, sondern ich merke mir, dass diese Zahl 1 auf Index 0 stand. Und die Zahl 2 und das ist Index 1 und so weiter und so fort. Und dann sage ich, ich gehe hier durch die Indizes vorwärts. Das heißt, ich gehe von 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und suche nach dem Index, den diese Zahl hier in der umgewürfelten Liste hat. Und dadurch ist sichergestellt, weil ja dann wirklich die Indizes sind eindeutig und es ist völlig egal, welche Zahl da dran klebt, dann finde ich dann über den Index auch immer die richtige Zahl und die verschiebe ich dann. Das war mein zweiter Ansatz. Das habe ich auch alles gemacht mit irgendwelchen List-Slicing-Aktionen hin und her und hoch und runter. Und das hat aber relativ lange gedauert. Ich glaube, ich habe dann irgendwie 7 oder 8 Sekunden gebraucht, um diese ganzen Lösungen zu entwickeln. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, dann gab es auch einen Tipp auf Reddit, dass man eigentlich gar keine Pärchen bauen muss, die dann bestehen aus der Indexposition und aus dem Wert. Sondern der Witz besteht eigentlich darin, dass man sagt, okay, diese Liste hier, die hier so steht, die lasse ich unangetastet. Die verändert sich nie. Und ehrlich gesagt, brauche ich diese Werte auch erstmal gar nicht, sondern ich baue mir eine zweite Liste auf. Und diese zweite Liste, das sind nur die Indizes. Da steht also nur 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 drin. Und alles, was ich mache, ist, diese Indizes zu verschieben. Und zu sagen, okay, ich gehe jetzt von 1 bis 6 durch. Und in der Liste der Indizes verschiebe ich dann den Indiz 0 auf irgendwo hin. Und zwar abhängig davon, welchen Wert dieser Index hat. Und den hole ich mir dann wieder aus der ursprünglichen Liste. Und dann hole ich mir den Index 1 und verschiebe ihn irgendwo hin und hole mir den Wert, den ich brauche, um zu wissen, wohin ich den verschiebe, wieder über die Indexposition 1 aus der ursprünglichen Liste. Und dann hole ich mir den Indexposition 2. Und ich verschiebe eigentlich nur die Indizes hin und her. Das ist eigentlich der eigentliche Kniff an der ganzen Geschichte. Und das macht das Ding rasend schnell. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze dann aussieht. Also wir haben hier wieder unser Programm, wir haben unseren Puzzle-Input. Hier habe ich übrigens geprüft, ob denn wenigstens die 0, die hat ja eine entscheidende Bedeutung, wenn es dann später heißt, hinter der 0 sollen wir ja das tausendste Zeichen, das zweitausendste Zeichen, ob denn die 0 wenigstens nur ein einziges Mal als Wert in der Liste enthalten ist. Und das ist Gott sei Dank der Fall. Das kann man hier auch ganz gut sehen, wenn man hier mal sucht und hier auf Regex-Expressions geht. Nach 0 suchen ist ja blöd, weil dann findet er ja jede 0. Und da gibt man dann einfach ein als Regex-Expression dieses Caret. Das heißt eben, am Anfang des Begriffs soll etwas stehen und da geben wir eine 0 ein. Und dann findet er genau einen einzigen Treffer in dieser riesen Liste. Und das bedeutet, ja, die 0 ist wirklich nur ein einziges Mal vorhanden. Und wir können uns darauf verlassen, dass wir dann nach der 0 suchen dürfen. Okay, dann lesen wir das Ganze ein. Das ist einfach. Wir lesen jede Zeile ein und wandeln das, was wir da zurückbekommen, in einen Integer um. Und dann haben wir eben die Liste der Integers. Und dann sagen wir, Part 1 ist eigentlich nur der Aufruf von dieser Funktion Mix Puzzle. Und was macht Mix Puzzle? Mix Puzzle schnappt sich eben die Einträge aus der Liste und generiert sich erst einmal diese zweite Liste nur der Indizes. Ne, da steht dann von 0 bis in meinem Beispiel, wie viel sind das? 5000. Also von 0 bis 4.999
stehen einfach Zahlen drin, aufeinander folgende Zahlen. Und dann sagen wir VI in Indizes, dieses Mal Rounds, das lassen wir mal weg, das ist dann Teil 2 der Aufgabenstellung, aber VI in Indizes, und dann haben wir hier unseren Zähler 0. Und was auch wichtig dabei ist, diese Geschichte hier VI in Indizes wird quasi generiert, bevor wir irgendwas hier in der Liste ändern. Das heißt, die Reihenfolge ist wirklich immer 0, 1, 2, 3, 4 bis 4999, völlig unabhängig davon, was wir jetzt in diesen Indizes hin und her schieben und dort verändern. Nicht, dass das Ganze dann durcheinander gerät, sondern es ist quasi so eine Art Snapshot, der benutzt wird, um eben hier durch zu iterieren und kann hierdurch nicht mehr verändert werden. Wir greifen also hier in die Reihenfolge nicht ein. Das ist auch Gott sei Dank so. Ansonsten wäre es ein bisschen schwieriger geworden. So, und was machen wir jetzt? Also als erstes suchen wir die Position dieses Indexes in unserer Liste der Indizes. Denn, wie gesagt, wir verändern jetzt die Position in dieser Liste. Und dann suchen wir uns jetzt mal den Index 0 raus. Und diese Funktion Indizes Index sucht den Wert 0 in unserer Liste. Und da das nur Indizes sind, ist die 0 eindeutig und die 1 eindeutig und die 2 eindeutig, weil es jede Zahl nur ein einziges Mal gibt. Und was wir zurückbekommen, das speichern wir uns unter J ab. Wir wissen jetzt also die Position, auf der dieser Index in unserer Liste Indizes drin steht. Und dann sagen wir, und dann schmeißen wir den auch gleich raus, das ist dieses Indizes Pop. Und zwar genau diese Position schmeißen wir raus. Das heißt, dieser Index ist jetzt nicht mehr in der Liste vorhanden. Der ist einfach weg und alle anderen Elemente rücken auf. Ne? Also der ist da quasi explodiert. Und in diesem Moment ist unsere Liste auch ein bisschen kürzer geworden, nämlich um ein Element kürzer geworden. Und alles ist fein. Aber wir wissen noch, an welcher Position eben dieser Wert, dieses I, eigentlich hingehört. Und dann sagen wir, so, und jetzt müssen wir diesen Wert, dieses J, das müssen wir auf eine andere Position bringen. Wohin müssen wir das bringen? Wir müssen das bringen auf die Position, die dieser Index hatte. Nämlich, wir haben ihn jetzt gefunden, was weiß ich, auf Position Index 5. Und von dieser Position aus muss er verschoben werden. Aber wohin muss er denn verschoben werden? Er muss verschoben werden auf den Wert, den das Puzzle an dieser Indexposition hat. Also Beispiel, wir haben den Index 0 auf der Position 5 gefunden, dann ist J 5, unser Index ist 0 und dann gucken wir beim Puzzle auf Index 0 nach, was steht denn da für ein Wert drin, da steht zum Beispiel eine 6 drin. Und dann sagen wir, okay, dann addieren wir zu der gefundenen Position, das war ja die 5, die 6 dazu und dann kriegen wir die Position 11 raus. Und in diese Position fügen wir diesen Wert ein. Und zwar das I, ne? Also wieder die Indexposition, nicht etwa den Wert aus dem Puzzle, sondern die Indexposition 0 wird jetzt auf die Position 11 eingefügt in unseren Indizes. Und dieses Modulus len Indizes bedeutet nur, dass wir eben dieses Wraparound machen. Ne? Also wenn wir zufälligerweise eben nur 10 Elemente in unserer Liste haben und wir wollen jetzt bei 11 einfügen, dann sagt er, okay, dann nimm doch die Position 1 als Beispiel. Weil Modulo 11 Modulo 10 bedeutet 1 Rest 1. Ne? Und das ist alles. Dann haben wir schon quasi die Reihenfolge geändert. Und wenn wir das alles gemacht haben für alle Indizes, dann sind wir komplett mit der Umsortierung fertig. Jetzt fängt das Thema an. Jetzt müssen wir aber nochmal unsere Position von unserer 0 finden. Und dazu suchen wir erst einmal im Puzzle die 0. Und das, was wir dort zurückbekommen im Puzzle, ist der Index, den die 0 in unserem ursprünglichen Puzzle hat. Meinetwegen, sagen wir mal, die 0 hat als ursprüngliche Position in unserem Puzzle. Was haben wir denn da gehabt? Können wir hier das Beispiel machen. In unserem ursprünglichen Puzzle hatte die 0, das ist die 0, 1, 2, 3, 4, 5, die 5. Das ist die fünfte Indexposition im Puzzle für die 0.
So, also kriegen wir hier quasi erst einmal hier bei Index, nee Quatsch, bei Puzzle Index 0 kriegen wir eine 5 zurück. Und dann suchen wir diese 5 Indexpositionen bei uns in den Indizes. Denn die Indizes sind ja durcheinander gewürfelt worden. Das Puzzle hat sich ja niemals verändert. Das haben wir ja nicht angerührt. Diese 5 suchen wir dann in den Indizes und stellen fest, dass die auf der Position 23 existiert. Und dann merken wir uns, 23 ist die Position in unseren Indizes, die der Nullposition auf unserem Puzzle entspricht. Und dann sagen wir, okay, und jetzt müssen wir ja irgendwie da zu den Positionen 1000 dazu zählen. Das machen wir hier und sagen, hier haben wir unsere Indizes. Wir wissen, wo das Zero existiert. Das war ja jetzt hier die Position 23, glaube ich, habe ich gerade gesagt. Und was zählen wir dazu? Da zählen wir 1000 Positionen dazu. Und oder 2000 oder 3000. Ne? Das hier in Range 1000, 3000, also von 1000 starten bis exklusive 3001 gehen in Tausender Schritten, so muss man das lesen, führt dazu, dass wir 1000, 2000, 3000 dazu addieren. Und das zählen wir hier dazu und dann müssen wir natürlich nochmal hier dieses Prozentzeichen und Len Puzzle machen. Wir könnten auch genauso gut übrigens Len Indizes machen. Es würde keine Rolle spielen, weil eben die Länge des Puzzles und die Länge der Indizes sind identisch bei dieser ganzen Geschichte. Und was kriegen wir dann zurück? Wir kriegen dann hier irgendeine Zahl, was weiß ich, 23 plus 1000, 1023 zurück. Und durch die Länge des Puzzles ist das dann irgendwie eine 14. Und wir greifen dann auf die 14. Position von unseren Indizes zu. Da steht dann wieder ein Index und die Zahl, die dazu gehört, die holen wir uns aus dem Puzzle raus. Und dann kriegen wir drei Zahlen zurück durch diese Aktion und die summieren wir auf. Und das ist alles. Und wenn man das mal ausführt, dann sieht man, dass wir hier die Lösung 7278 und hier die zweite schon Part 2 in 0,7 Sekunden bekommen. Und schauen wir uns mal an, ob Part 1 schon mal stimmt. 7278, jawohl, 7278 stimmt. So, und jetzt kommt Part 2 und jetzt wird es wirklich interessant, weil jetzt kommt es auf Geschwindigkeit an. Nummer 1, die sagten, pass mal auf, die Zahlen, die wir im Puzzle stehen haben, die stimmen nicht so richtig. Die musst du alle mit dieser Zahl hier multiplizieren. Jede einzelne Zahl, die im Puzzle steht, musst du mit dieser Zahl multiplizieren. Damit es dann auch richtig spannend wird, was eben dieses Hin- und Her-Verschieben angeht. Denn du musst ja dann um mindestens solche Positionen hier hin und her verschieben. Und das Zweite, was du machen musst, ist, naja, also einmal durchmischen ist ja ganz gut, aber mach's doch einfach dreimal. Quatsch, zehnmal. Mach's zehnmal. Mach also diese ganzen Mix-Aktionen, geh nicht einmal durch die Liste, geh zehnmal durch die Liste durch. Und das ist hier dann relativ einfach zu realisieren. Das ist hier Part 2. Da sagen wir, okay, wir schnappen unser Puzzle. Das ist ja von der Reihenfolge her nie verändert worden. Das ist unangetastet. Und dann nehmen wir jede einzelne Zahl und multiplizieren sie mit dieser komischen Zahl. Und das ist unser neues Puzzle. Und dann rufen wir dieselbe Funktion auf. Diesmal geben wir aber als Variable Rounds gleich 10 mit, weil wir sagen, naja, das machst du hier nicht einmal, sondern das machst du hier 10 Mal. Und das ist hier die Zeile, die dann dazu führt, dass diese Indizes einfach mit 10 multipliziert werden und er 10 Mal hintereinander dieselbe Reihenfolge der Indizes abgrast. Hintereinander weg und diese Indizes eben jetzt hier hin und her verschiebt und so weiter und so fort. Ja, und da bekommen wir dann, wenn wir es ausführen, diese Wahnsinnszahl 1, 4, 3 und so weiter zurück. Und wenn man sich das dann anschaut, was wäre die richtige Lösung gewesen, dann ist es hier die 1, 4, 3 und so weiter. Und damit ist Tag 20 komplett gelöst, auch kurz gelöst, ne? Also das ist gar nicht so lang das Programm und der eigentliche Witz besteht darin, einfach nur die Indizes durcheinander zu würfeln und dann eben über die Indizes sich aus dem Puzzle, was man überhaupt nicht antastet, dann die jeweiligen Werte rauszuholen. Und dieses Pop, nämlich erst einmal den Wert, den man gefunden hat, in den Indizes rauszuschmeißen und dann an einer anderen Stelle wieder einzufügen, das ist eben, das führt eben dazu, dass wir hier relativ schnell sind. Der Rest mit diesem Modulus, ich glaube, das ist relativ einfach. Da seid ihr wahrscheinlich auch alle drauf gekommen, dass man eben das Ganze hier mit Modulus
so gestalten kann, dass man eben dieses Wrap-Around dann realisieren kann. Ja, dann gucken wir uns nochmal die Rangliste an. Wo stehen wir? Wie viel sind dabei? Zack. Leaderboard, Private Leaderboard und View. Und hier haben schon viele Tag 21 gelöst. Wir sind jetzt bei 117. Blue Striped Strawberry. Blau gestreifte Erdbeeren. Okay, ist neu dabei, glaube ich. Wir sind 117 Leute. Wahnsinn. Und hier sieht man eben, wie das langsam nach oben wächst. Und ich habe ja schon mal gesagt, ihr seid unglaublich fleißig und auch beharrlich. Leider, deswegen fällt es mir verdammt schwer, das Feld von hinten aufzuräumen, weil ihr eigentlich jetzt schon wieder Tag 21 habt eine ganze Menge gelöst. Und Slee Arthur, herzlichen Glückwunsch, seit Tagen Tabellenerster, Spindot seit Tagen Tabellenzweiter und Anonymous seit Tagen Tabellendritter. Also die da von den oberen Rängen wegzukriegen, ist verdammt schwer. Da muss man dann erstens um 6 Uhr aufstehen und da muss man kongeniale Eingebung haben, damit man das Ganze dann eben auch relativ schnell lösen kann. Ich bin inzwischen, habe mich auf Platz 11, Quatsch, 12 vorgearbeitet, weil ich heute auch Tag 21 schon gelöst habe. Das war jetzt Tag 20. Ja, und wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, Notification ein und Abo drücken und wir hören uns dann wieder, wenn es dann heißt Advent of Code Tag 21. Bis denn, ciao.